Jo Leute, was geht? Willkommen zu The First Ascendant. Vorab, ich weiß gar nichts, ist ein Looter-Shooter, ist in aller Munde, soll richtig krass nach vorne gehen. Gab schon mal eine Demo-Beta oder sowas, Klaus-Beta, vor einiger Zeit. Da konnte ich leider nicht reinschauen. Aber ich bin hooked nach dem, was ich gesehen habe. Soll ein richtig geiler Borderlands-Looter-Shooter sein. Und hier können wir uns direkt einen von drei Leuten aussuchen. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe natürlich für die Frau. Und da sieht man hier die Fertigkeiten und alles. Das könnt ihr euch dann selber alles anschauen, weil das ganze Spiel ist komplett kostenlos. Free to play bedeutet auf der PlayStation und PC überall könnt ihr einfach das Spiel runterladen und spielen. Auf der PlayStation gibt es einen Minimumbetrag, den ihr zahlen müsst. Aber bei mir waren es 43 Cent. Das sollte man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wert. Und jetzt schauen wir hier in den Looter-Shooter The First Descendant. Und oh mein Gott, da werde ich schon ein bisschen überwältigt da unten. Also X erstmal springen, ist klar. Und ansonsten ist es halt ein Third Person, nicht First Person. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Wäre das jetzt First Person gewesen, hätte ich es vielleicht nicht gespielt. Aber da man so über die Schulter guckt, bin ich da total hooked. Weil das absolut das ist, was ich... Oh, ups. Gerne mache. Die Bewegung und alles ist total intuitiv. Also so, wie ihr jeden Looter oder jeden Shooter kennen würdet. Ja, was ich schon gehört habe, ist, dass man hier auch Clans erstellen kann. Man kann hier Multiplayer spielen mit vier Leuten. Clan-Funktion kommt erst noch. Okay, Clan-Funktion kommt erst noch, höre ich gerade. Höre ich gerade aus der Regie. Clan-Funktion noch nicht implementiert. Oh, das bist du, okay. Also die Steuerung, muss ich wirklich sagen, ist komplett intuitiv. Also ich muss mir keine Steuerung angucken und weiß sofort, wo welcher Knopf ist. Und wie man was macht, finde ich ganz cool. Auch die Anzeige vom Leben finde ich ganz cool gemacht. Also, dass es nicht unten links ist. Ich bin genau über den Kanonen. Vielleicht packe ich mich mal auf die andere Seite, weil rechts sind die ganzen Knarren, die ich habe. R1 für Greifhaken. Oh, auch cool. Das heißt, es ist nicht nur Looter-Shooter, es ist auch so ein bisschen Movement. Ganz cool. Oh, da sind das Gegner. Gegner! Alter, das Gun, der Gunfight, der fühlt sich richtig, richtig belohnt an. Also, es fühlt sich richtig geil an. Also, tonmäßig. Weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt in der Aufnahme oder bei euch zu Hause, aber wenn ihr Kopfhörer an habt, richtig geil. Okay, LP ist voll, cool. Auf eurer Bossfight, erklär mir nicht so viel, ich baller den weg, ist gar kein Problem für mich. Magie! 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 Magie leer. Weiß ich, gehe ich auf den Kopf? Gehe, weiß ich. Oh ja, come on. Chillig. Okay, das war, glaube ich, das Tutorial. Oh, guckt euch's an, wie es aussieht. Richtig geiler Hub. Ich bin so Hub-Dinger bin ich immer nicht so ein Fan von. Gerade, weiß ich nicht, will ich noch nicht zu sagen. Aber jetzt gerade, mein allererster Eindruck ist, nicht geil. Das ist mein allererster Eindruck. Ungeschönte Wahrheit. Posteingang, Infiltrationseinsatzterminal und ja, spannend sieht es auch nicht aus. Also mein allererster Eindruck hier von dieser Hubworld, falls die Hubworld ist, nicht so geil. Hätte man geiler machen können. Ist jetzt kein Feuerbandschrein oder so, sage ich. Okay, wir haben auf jeden Fall so Questmarker. Sonst wäre ich auch gerade komplett los gewesen. Alles auf Englisch, weiß ich auch noch nicht, wie ich das finde. Hier gibt es die Weltkarte. Okay, ich will jetzt mal fighten, Mann. Ich will ballern. Okay. Abfahrt, hier ist Mission. Guck mal, ganz intuitiv. Das muss ich sagen, dafür, dass ich mir nichts durchlese und nichts mache, es ist sehr intuitiv. Also, man braucht, hat keine Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal. Das Tutorial war komplett, also das Tutorial hätten die sogar, das ist so einfach. Einfach ist nicht das richtige Wort, aber so intuitiv, dass sie sich selbst das Tutorial hätte schenken können. Also, ich muss hier nichts mir anhören oder verstehen und jetzt habe ich gestartet, ja. Und jetzt geht's ab. Okay, Abfahrt, alles killen. Magie. Ah, ich hab noch gar keine Magie. Jetzt hab ich kein... Was ist das? Jetzt habe ich eine andere Waffe. Das wollte ich nicht. Nein. Wie wechsle ich die? Ich habe irgendwas gedrückt. Scheiße, ich habe irgendwas gedrückt. Wie bin ich auf die andere Waffe gekommen? Mist, was habe ich gemacht? Nein, was habe ich gemacht? Wie wechsle ich die Waffe, Leute? Auf Dreieck? Ah, auf Dreieck, okay, alles gut. Ich hab's. Gelernt. Wenn du zu viert bist, so Borderlands-mäßig, bestimmt geil. Mission abgeschlossen.
Es ist wirklich sehr spaßig. Also das Feedback, was du kriegst, das Trefferfeedback und ich glaube Trefferfeedback ist der Fachbegriff, fühlt sich richtig gut an. Was muss ich überhaupt machen? Besiege alle Ziele, okay. Oh, direkt die nächste Mission? Okay, du ballerst hier von Mission zu Mission. Okay, jetzt hätte ich kurz mal eine Pause gebraucht, sage ich. Ressourcenkiste. Muss man abschießen, cool. Oh mein Gott, ein Boss. Habe ich eine Ult oder so? So viele Gegner. Habe ich keine Granaten oder so? Oh, ich krieg voll Schaden. Gekillt, so. ID suchen, aber... Ach, das ist meine ID? Ja, dann, lol. Das ging jetzt wirklich einfach, ne? Du holst den rein mit deiner ID, bam, ist der in deinem Game. Und jetzt starte ich hier die Mission. Und dann geht's einfach los. Wie cool ist das? So einfach kann es gehen. Da können sich andere Spiele, gerade die nicht unbedingt Free-to-Play sind, eine Scheibe von abschneiden. Die Gegner haben, glaube ich, doppeltes Leben. Fühlt sich zumindest so an. Oder zumindest mal ein bisschen mehr Leben. Kann das sein? Hat da hier schon jemand Infos? Haben die mehr Leben im Multiplayer? Würde ja nur Sinn machen eigentlich, ne? Ja, die haben mehr Leben. Safe. Die skalieren die Gegner mit der Gruppe etwas, aber nicht doppelt, ne? Also jetzt nicht so wie bei Diablo, dass sie einfach doppeltes Leben haben, sondern vernünftige Skalierung. Spielersuche im Gange. Spielersuche abgeschlossen. Das ist auch super, ne? Es ist natürlich Release Day, da ist natürlich viel los, aber es geht unfassbar schnell alles. Es geht unfassbar schnell, keine langen Ladezeiten, keine Suchzeiten, kein gar nichts. Geht bam, bam, bam. Du kannst zocken, zocken, zocken. Eine Sache, die ich sehr gut finde. Oha. Das ist er. Das ist er, Leute. Die Frage ist, willst du überhaupt so weit weggehen, ne? Ich baller einfach aufs Gesicht, oder? So easy. Also, wenn ich mal einen Boss gemacht habe, der einfach ist, dann der hier. Der ist ja ultra easy. Easy, Leute. Chillig, 5 Minuten. Grab Vorkämpfer Speicher. Easy. Präventivschlag für die Zukunft. Reaktionsgerät verwenden. Rekonstruktionsgerät, meine ich. Ich muss das auswählen. Keine Ahnung, was nehme ich? 02, 03, Bunny. Bunny gut, oder? Das für Bunny. Formen. Kannst anklicken, gucken, was drin ist. Okay. Bunny. Let's go. Bunny ist Code. Spaßig. Mach mir übel Bock. Macht mir übel Laune, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viel Laune macht. Ohne Waffe. Magnus AA. 2000. Ja, gut. Der Magnus. Einfach verdoppelten Angriff. Hier ist noch mehr. Streben eines jungen Adligen. Oh mein Gott, hier ist voll viel noch. Okay. 2000. Was habe ich da noch bekommen? Level 10. Okay. Hier irgendwie was? Oh, nochmal. Können wir den nochmal machen direkt? Können wir den direkt nochmal machen? Nachfahre, Bunny. Ach, guck mal, jetzt hier habe ich alles. Soll ich das machen? Ja? Abfahrt. Das ist wieder so ein Game, das kann ich mir richtig chillig vorstellen auf der PS Portal. Schön abends auf der Couch mit dem Gönner-G in der Hand. So auch privat einfach reingrinden. So ein richtig schönes Grindy-Game. Nachforschung abgeschlossen. Möchtest du diesen Gegenstand erhalten? Bestätigen. Dieses sind das sinnvolle Leben für die Forschung. Bunny erhalten. Und Leute, damit beende ich die Folge. Holt euch das Game, ist komplett kostenlos. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne Follow auf den Kanal lassen. Ansonsten Like auf die Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.